Ein besonderes Erlebnis bereitete Thomas Löb, Gründer und Organisator der Eventwerke Berlin-Brandenburg, den mehr als 100 Gästen aus der Eventbranche. Gleich zwei interessante Event-Locations wurden an einem Abend vorgestellt und kulinarisch erkundet. Der Beginn war ein Aperitif im modernen Moa-Hotel im Herzen von Moabit. Das Hotel bietet neben dem Estrel und Interconti die drittgrößte Hotel-Eventfläche Berlins. Frau Isabel Willemetz stellte das Hotel und die vielseitigen Räumlichkeiten im Rahmen einer Führung vor. Erst im November 2010 wurde das Best Western Premier Hotel Moa Berlin als 4-Sterne-Hotel im Herzen von Berlin Tiergarten unweit vom Berliner Hauptbahnhof eröffnet. 196 komfortable Nichtraucherzimmer modernster Architektur und Design, ausgestattet mit WLAN, gratis Kaffee und Teestation sowie Klimaanlage und kostenfreier Nutzung des Fitnesscenters bieten den Gästen einen komfortablen Aufenthalt. Highlight des Hotels ist ein 1600 Quadratmeter großes Atrium mit Grünflächen, das in ein großzügiges Restaurant und in eine erstklassige Bar mit Kamin führt. Zudem dient das Atrium als eindrucksvolle Event-Location für Empfänge bei Hochzeiten oder Geburtstagen und Produktpräsentationen. Für Konferenzen, Meetings und Veranstaltungen jeglicher Art stehen im Hotel Moa Berlin Business-Suiten für Besprechungen mit bis zu 10 Personen sowie Tagungs- und Veranstaltungsräume mit Kapazitäten bis zu 2000 Personen zur Verfügung. Im Rahmen einer Verlosung wurde die von Helmut Milan zur Verfügung gestellten Rikscha-Fahrten verlost. Berlin Rikscha Tours ist ein Unternehmen, das sich auf die Stadtführungen mit Rikschas spezialisiert hat. Neben Touristen nutzen aber auch Brautpaare, Berliner, Firmen und sogar Filmteams diese außergewöhnliche Fortbewegungsart. Sanft, fast geräuschlos gleitet der Reisende ohne Anstrengung von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten. Eine entschleunigte und ökologische Reise durch Berlin ist ein besonderes Erlebnis. Nach dem beeindruckenden Besuch des Moa-Hotels ging es mit den Rikschas durch die verträumten Straßen zu einem weiteren Höhepunkt, den Moabit zu bieten hat. Die Arminius-Markthalle. Sie wurde 1891 in Berlin-Mitte-Moabit eröffnet und ist nach aufwendiger Restauration 2010 heute lebendiger Anziehungspunkt weit über Berlin hinaus. Hier mischt sich auf unaufdringliche und fast natürliche Weise das fast verschwunden Geglaubte mit dem kosmopolitischen modernen Berlin. An dem original erhaltenen Imbiss am Eingang der Halle wurde seinerzeit der Berliner Klassiker Die drei Damen vom Grill gedreht. Die Markthalle bietet ein in Berlin einzigartiges Ambiente für bemerkenswerte Veranstaltungen und ist der neueste Tipp für Events mit individuellem Flair. Michaela Freier und Samuel Zach, Geschäftsführer der MFE Event Coach GbR, sind die Ideengeber und Organisatoren von besonderen Veranstaltungen in der Arminius-Halle. Auf dem von ihnen ins Leben gerufenen Eventsofa stellten sie Persönlichkeiten der Halle vor, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Besucher mit ihren kulinarischen Konzepten zu verwöhnen. In der Arminius-Markthalle tauchen Gäste in eine grüne Oase und mediterrane Lebensart mitten im Herzen Berlins ein. Dieser besondere Veranstaltungsraum macht jedes Event zu einem außergewöhnlichen Ereignis. Veranstaltungen wie Meetings, Tagungen, Seminare, Pressekonferenzen, Modeschauen, Produktpräsentationen, exklusive Dinner und abendliche Get-Together finden hier exklusiv statt und verzaubern die Besucher. Es ist möglich, die komplette Markthalle mit 1350 Quadratmetern für Events am Abend zu buchen. Der separate Tagungsraum mit 180 Quadratmetern bietet hingegen die Möglichkeit, einen geschlossenen Bereich zu nutzen. Mitten im grünen und kreativen Umfeld zu tagen und den Blick auf Neues zu weiten, zeichnen diese inspirierende und lebensfrohe Arminius-Halle aus. Sie ist aber auch Live-Kommunikation pur. Außergewöhnliche Events sind hier ganz einfach umzusetzen, denn das Grundinventar an Tischen, Stühlen und Lounge-Möbeln ist bereits vorhanden. Die Event-Location befindet sich nur wenige Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, nahe U-Bahnhof Turmstraße. Die Markttage sind von Montag bis Samstag und für alle Besucher offen. An den Abenden und am Sonntag kann die Halle exklusiv gemietet werden. Das Besondere aber ist das Catering. Durch die aktiven Marktstände erleben die Besucher kulinarische Köstlichkeiten. Zwischen den 72 schlanken gusseisernen Säulen findet sich in der denkmalgeschützten Markthalle von Kuchen und Backwerk über Edelfische und Meeresfrüchte, griechische Delikatessen, italienische Feinkost, Eis, eine reiche Käseauswahl, Butter-Lindner-Brot bis hin zum Neulandfleischer oder Bio-Burger alles, was das Herz begehrt. Kaffee, Cocktails, deutsche und österreichische Weine und Bier aus der eigenen Brauerei machen das Angebot komplett.
Patricia Holzmann, Stefanie Maschke und Christina Bischoff bereicherten die Veranstaltung mit Liedern und Arien. Begleitet am Steinway-Flügel klang dieser beeindruckende Abend, der die Vielfalt der Sinne inspirierte, aus. Veranstalter Thomas Löb bedankt sich bei allen Organisatoren, Sponsoren und Gästen für diese gelungene Veranstaltung der Eventwerker Berlin-Brandenburg.